Hey, ganz nächsten Video hier auf dem Kanal und heute mal zu einem etwas besonderen Video beziehungsweise einem, was wir länger nicht mehr hatten, und zwar ein bisschen Wrestling-Review. Wo kommt das Ganze durch oder wodurch ist das Ganze jetzt zustande gekommen? Ganz einfach, ich habe ja vor Ewigkeiten mal angekündigt, dass allgemein Wrestling-Videos kommen sollen. Ich habe auch mal angefangen, Reviews von den SmackDown und Raw-Episoden zu machen, habe das aber nie wirklich fortgeführt. Nur jetzt momentan bin ich wieder ganz besonders begeistert vom Wrestling und dadurch, dass jetzt gerade das Cover beziehungsweise das Spiel WWE 2K19 angekündigt wurde und AJ Styles als Coverstar präsentiert wurde, ist mein Interesse daran noch mehr gestiegen und das ist für mich auch eine Möglichkeit, das Portfolio hier auf dem Kanal ein bisschen zu erweitern. Grundsätzlich dreht sich der Kanal ja um Fußball, aber ich bin ja nicht nur Fußball begeistert, sondern auch allgemein Sport begeistert, vor allem was American Football und halt eben Wrestling angeht. Und dementsprechend wird sich der Kanal in den nächsten Monaten bzw. in den nächsten Jahren auch vor allem darauf fokussieren, auf diese drei Sportarten. Nicht nur auf FIFA, nicht nur auf Fußball, sondern auch auf Wrestling zweimal die Woche, denke ich mal, bis dreimal die Woche und eben auch dazu noch Football. Je nachdem, wie die Saison halt eben läuft, ich denke mal einmal pro Woche bis zweimal pro Woche Madden, beziehungsweise eben Reviews von den Spielen der Patriots. Es wird so ein bisschen natürlich sich auf das Team beschränken, was ich liebe, aber vielleicht gibt es auch ein bisschen was anderes, über das ich rede. Grundsätzlich aber, da ich fast nur die Spiele der Patriots gucke, wird es wahrscheinlich viel über die Patriots werden. Beim Wrestling wird es sich um alles Mögliche drehen, beispielsweise die Pay-Per-Views, das Spiel WWE 2K19, vielleicht auch schon der 18er Teil, je nachdem. Und beim Fußball geht es natürlich um Hannover 96, um die Bundesliga und um Fußball. Fußball im Allgemeinen, beispielsweise auch um die EWM. Dazu kommt morgen ein neues Video. Ich denke mal, das wird auch ganz cool, aber heute geht es erstmal um Wrestling. Und zwar gab es jetzt zuletzt, während es heute Nacht die nächste SmackDown-Episode gibt, die letzte Raw-Episode letzte Nacht und natürlich den Pay-Per-View Money in the Bank am Sonntag. Und das sind beides ziemlich interessante Events gewesen, denn es ist einiges passiert. Und ich möchte das mal eben vielleicht für die auch von euch, die sich für Wrestling interessieren, aber noch nicht so ganz verstehen, wie das Ganze funktioniert, so ein bisschen Review machen. Einmal vom Money in the Bank Pay-Per-View und dazu natürlich noch von der Raw-Episode. Denn beides hatte seine Berechtigung und seine Wichtigkeit in dieser Woche. Denn es ist einiges passiert, definitiv, und dementsprechend sollten wir darüber reden. So, deswegen fangen wir einfach direkt mal an, und zwar mit Money in the Bank. Und das war ein Pay-Per-View, den ich persönlich nicht live geguckt habe. Ich habe mir direkt am nächsten Morgen halt eben die Highlights der Matches auf dem WWE Network angeguckt. Das habe ich übrigens auch abonniert. Allerdings habe ich mir nicht die ganze Sache nochmal angeguckt, sondern halt eben wirklich nur die Enden der Matches. Und das hat mir auch gereicht, ganz ehrlich, weil so krass war der Money in the Bank Pay-Per-View nicht. Was gab es Wichtiges? Eigentlich, ja, nicht viel. Ja, also man wird gerade, was Raw angeht, nicht unbedingt verwöhnt, finde ich, mit coolen Sachen. Abgesehen davon, dass eben Braun Strowman den Money in the Bank Koffer gewonnen hat. Das ist eine sehr, sehr gute Option. Allerdings, wozu das führt, dazu komme ich im späteren Teil dieses Videos, denn das hängt ein bisschen mit Raw zusammen und das ist relativ wichtig, einfach aufgrund dessen, dass die WWE, für die Fans, die es nicht wissen, oder die Zuschauer hier, die es nicht wissen, ist ja gescriptet. Es ist ja alles vorherbestimmt. Es ist nicht jede Aktion im Match und wie sie läuft vorherbestimmt. Allerdings ist schon vorherbestimmt, wie das Match ausgeht und wie der Heat oder beziehungsweise der Pop von den Fans gezogen werden soll. Also die Cheers, also die positiven Reaktionen, oder die Boos, also dementsprechend die negativen Reaktionen, die Heels und die Faces. Das ist ja nicht alles einfach nur Charakter oder der echte Charakter der Akteure beziehungsweise der Wrestler. Das ist ja alles im Endeffekt genauso gebookt, beziehungsweise auf Deutsch gebucht und vorgeschrieben von einem Writing-Team, Creative-Team heißt das. Ich werde diese ganzen Begriffe jetzt einfach einmal ganz kurz in diesem Video hier erklären. Für die Leute, die sich in Zukunft mit Wrestling beschäftigen wollen, werde ich auf diesem Kanal immer wieder auf dieses Video verweisen, denn das ist wichtig für die Zukunft, denn allgemein möchte man, wenn man den Wrestling-Jargon benutzt, doch ganz gerne booken sagen beispielsweise und halt nicht gebucht und auch nicht das, kreative Team, sondern das Creative Team und so weiter und so fort. Faces und Heels, für die Erklärung, Heels sind die Bösewichte und Faces sind die Guten, die Superhelden sozusagen. Ich komme einfach mal ganz kurz dazu, was ist passiert, was wichtig für die unterschiedlichen Fäden ist. Also Seth Rollins hat sein Intercontinental Titel bei Money in the Bank verteidigt gegen Elias. Das war erwartungsgemäß so, allerdings am Montag dann was passiert, und zwar hat er eine Open Challenge gestartet, mal wieder, gab es ja auch schon vorher mal immer wieder bei unterschiedlichen Titeln, unter anderem denke ich auch bei Rollins, wenn ich mich recht erinnere. Und es ist Dolph Ziggler rausgekommen, der ja zuletzt mit seinem Tag-Team-Partner Drew McIntyre so ein bisschen die Tag-Team-Division aufgemischt hat, allerdings noch nicht so wirklich die Verwendung im Title-Picture bekommen hat, also im Titelrennen um die Raw Tag-Team-Championships. Denn da sind momentan ja eher Bray Wyatt und Matt Hardy und das B-Team, also dementsprechend Bo Dallas und Curtis Axel, und nicht unbedingt
McIntyre und Ziggler. Und das wird anscheinend auch erstmal so bleiben, damit die anderen Tag-Teams ein bisschen gepusht werden können. Denn Dolph Ziggler hat tatsächlich den Intercontinental-Titel gewonnen. Mit einem Roll-Up, einem relativ einfachen Manöver gegen Seth Rollins. Ich kann mir das nur so erklären, dass Rollins entweder jetzt mit Ziggler fäden soll, um den over zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass Drew McIntyre früher oder später gegen seinen Partner turnen wird, also sich gegen seinen Tag-Team-Partner stellt und den angreift, sodass wir da eine sehr, sehr interessante Fehde um den Intercontinental-Titel bekommen zwischen McIntyre und Dolph Ziggler. Allerdings müsste dann Rollins eher entweder ins Titel-Picture oder Title-Picture um den Universal-Championship von Brock Lesnar gerückt werden, dem anderen Championship bei Raw, oder er wird das Tag-Team wieder neu bilden mit Dean Ambrose und wird dementsprechend ein bisschen mehr auf, Matt Hardy und Bray Wyatt dann losgehen, wenn Dean Ambrose denn zurückkommt. Ich weiß gar nicht, wie das da aussieht, aber das sind die beiden Wege, die ich mir so vorstellen könnte. Universal-Titel ist aber eigentlich eine ganz andere Geschichte und zu der, wie gesagt, komme ich am Ende des Videos. Wir kommen erstmal zum Raw Women's Titel und Money in the Bank gab es natürlich auch ein Ladder-Match der Women, denn es gibt mittlerweile auch Gender Equality in der WWE. Das heißt im Endeffekt, du kannst effektiv als Frau genau die gleichen Matches erwarten wie als Kerl. Ob das so 100% immer das Beste ist, man weiß nicht, das Royal Rumble war schon eine Katastrophe. Money in the Bank war okay und gewonnen hat Alexa Bliss. Und die ist ja zuletzt immer im Titelrennen zusammen mit Nia Jax gewesen. Es gab das Titelmatch bei Money in the Bank zwischen Nia Jax und Ronda Rousey, aus welchen Gründen auch immer. Und Alexa Bliss hat das Ganze unterbrochen mit ihrem Koffer und wurde neue Championess. Zum fünften Mal und irgendwie langweilig, weil es wieder die gleichen drei Frauen sind, die jetzt im Rennen sind, beziehungsweise jetzt wieder die gleichen zwei. Denn Nia Jax hat jetzt ihren Titelrun gehabt, wird aber natürlich noch die Challenge haben bei Extreme Rules, beim nächsten Pay-Per-View. Und dementsprechend ist das ja wieder die Endlosfehde Alexa Bliss und Nia Jax, die eigentlich langweilig ist. Ja, aber gut, irgendwie musste man das so machen. Denn Ronda Rousey, ich weiß nicht warum, wurde jetzt erstmal für 30 Tage aus den Shows gestrichen. Also warum weiß ich, denn sie hat bei Raw sowohl Alexa Bliss attackiert, als auch Kurt Angle, als auch unterschiedliche Referees. Und dementsprechend wurde sie für 30 Tage rausgeworfen. Es gibt Gerüchte, dass das Ganze so aufgebaut werden soll wie Stone Cold Steve Austin. Quasi der gegen die Authority ist, also gegen Stephanie McMahon und Triple H, die Bosse sozusagen von Raw. Wie damals halt eben Stone Cold Steve Austin gegen Vince McMahon. Allerdings ist die Frage, ob das wirklich funktioniert und ob Rousey dafür der richtige Charakter ist, weil eigentlich kann sie noch nicht wresteln, sie ist wirklich noch ein Rookie, das sieht man in ihren Matches. Und Charakter hat sie leider Gottes auch nicht. Also sie ist am Mikrofon eine absolute Katastrophe und kann sich nicht verkaufen. Und deswegen weiß ich nicht. Vielleicht sind diese 30 Tage dafür gedacht, dass sie im Performance Center erstmal noch wieder ist und eben so ein bisschen Micwork arbeitet oder an ihrer Micwork arbeitet und vielleicht auch so ein bisschen noch in den wrestlerischen Fähigkeiten und dass sie dann halt eben besser zurückkommt. Aber grundsätzlich ist es an sich okay, sie rauszunehmen, weil man halt eben eine coole Story draus machen kann und an ihren Skills arbeiten. Roman Reigns, über den müssen wir nicht reden, allerdings, also zumindest über sein Match nicht. Ja, der hat gegen Jinder Mahal gewonnen, Jinder Mahal hat bei Raw gegen Chad Gable gewonnen, warum auch immer. Ist genauso wie es erwartet, war relativ langweilig dementsprechend und ja, da muss man jetzt abwarten halt, wie das Ganze weitergeht mit Jinder Mahal, ob der irgendwie eine Fehde jetzt gegen Gable hat oder irgendwas Undercard-mäßiges, nicht um Titel, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und bei Reigns geht's halt in die gewohnte Richtung Titel, aber wie gesagt, dazu am Ende des Videos mehr. Carmella, das geht heute Abend natürlich in die nächste Runde, hat ihren Smackdown-Titel verteidigt gegen Asuka. Und zwar, weil James Ellsworth, den dürften einige von euch, die auch nicht mit Wrestling zu tun haben, kennen. Das der vielleicht hässlichste Mensch der Welt, nicht böse gemeint. Aber der ist zurückgekommen und hat sie abgelenkt. Im Endeffekt konnte dementsprechend dann Carmella gewinnen. Ich mag Carmella, deswegen finde ich das in Ordnung. Allerdings hat das Asuka natürlich wieder extrem schwach gemacht. Dann gab es ein Last-Man-Standing-Match zwischen Shinsuke Nakamura und AJ Styles, der wie gesagt Coverstar bei WWE 2K19 ist. Konnte man dementsprechend auch erwarten, dass der gewinnt. Beziehungsweise, wenn man es nicht wusste, gestern wurde er als Coverstar revealed. Es war klar, dass er dann das Match gewinnt, weil ein Typen, der gerade verloren hat, kannst du nicht machen. Ich weiß auch, warum er es gewonnen hat, dementsprechend jetzt eben wegen dem Cover. Last Man Standing war okay, aber war nichts zu Krasses. Es gab dann, ansonsten nichts Besonderes mehr. Es gab noch, Sami Zayn gegen Bobby Lashley. Aber das hat auch erwartungsgemäß Bobby Lashley gewonnen. Und dementsprechend, im Endeffekt nichts zu sparen. Ach genau, Daniel Bryan hat auch gegen Big Cass gewonnen, aber das war auch zu erwarten. So,
Kommen wir zu Raw und kommen wir zum interessantesten Part. Und zwar, wie sieht's denn aus? Was sollte das Ganze? Dass Braun Strowman den Koffer gewinnt, dass im Endeffekt Bobby Lashley die Fehde mit Sami Zayn jetzt, ohne dass es wirklich aufgebaut wurde, beendet. Und dass Roman Reigns natürlich aus seiner Fehde mit Jinder Mahal siegreich rausgegangen ist und jetzt wieder Platz hat für eine neue Fehde. Ganz einfach. Der wird jetzt gegen Bobby Lashley antreten demnächst, das wissen wir ja bereits. Und zwar, ich glaube, bei Extreme Rules. Und der Sieger wird dann in SummerSlam reingehen gegen Brock Lesnar. Ich persönlich denke, dass die beiden da reingehen werden. Bobby Lashley ist zurückgekommen aus TNA. Ich weiß gar nicht, wo er vor war. Ich glaube, TNA ist eine absolute Maschine, ist eine Legende für viele Fans, ist halt auch bekannt aus der Vergangenheit und wird dementsprechend so gepusht werden, dass er erstmal zumindest in Richtung eines großen Titels geht. Zumal halt eben einfach genau das hat, was Vince McMahon liebt, und zwar einen unfassbaren Körperbau und ist halt einfach eine Maschine. Genauso wie Roman Reigns, der ist zumindest groß, ist jetzt nicht so die Maschine, nicht so das Muskelpaket, aber trotzdem ziemlich, ziemlich stark und ist halt einfach der Everybody's Darling. Zumindest der, bei dem man es will oder bei dem die Company es will. Also Vince McMahon will ihn allein pushen. Klappt die letzten Jahre nicht, aber gut, dementsprechend wird er trotzdem, weil er auch die Quote bringt, weil es ein Name ist, denke ich, beim SummerSlam gegen Brock Lesnar stehen. Kann auch sein, dass es nur Lashley gegen Brock Lesnar wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Roman Reigns gegen Brock Lesnar nur wird. Aber wir werden sehen. Vielleicht werde ich auch überraschen, es wird Roman Reigns gegen Brock Lesnar, so wie die letzten WrestleManias, wo ja, Reigns im Endeffekt nichts gerissen hat. So, warum haben wir das Ganze jetzt mit ja, Braun Strowman? Denn der ist ja eigentlich der, der alles zerstört. Der verliert eigentlich nie ein Match. Gut, jetzt hat er verloren in der Raw-Episode in einem Tag-Match mit Finn Balor. Allerdings war das auch nur klug, weil die beiden haben bei Kurt Angle auch mal angeklopft, dass sie auch in dieses Match beim SummerSlam rein wollen, um halt auch Number One Contender zu sein. Beziehungsweise bei Extreme Rules, um Number One Contender für den Titel bei im SummerSlam zu sein. Allerdings hat dann Baron Corbin, der ja sozusagen die neue ja, Marionette von Triple H und Stephanie McMahon, ist gesagt, du musst gegen mich und, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war in dem Match, genau, Kevin Owens, der angeschlagen war, gegen die musst du gewinnen, ansonsten wird das nichts. So, da waren sich natürlich Strowman und Bella sicher, allerdings hat man das so sehr gut gemacht, denn Corbin hat nach End of Days gegen Finn Bella, also ein Finishing Move, gegen Finn Bella gewonnen. Und dementsprechend hat jetzt Baron Corbin seine Position als Marionette der Authority gestärkt. Und es ist ein guter Grund, warum halt eben Braun Strowman und Finn Balor beide nicht in diesem Match beim SummerSlam dabei sein werden. Die Sache ist nur, was macht man mit Finn Balor? Das ist die große Frage. Ich denke mal, der könnte sehr gut gegen Jinder Mahal fighten, also eine Undercard-Fehde. Normalerweise ist er dafür zu gut, aber ich denke mal, so wird es sein, weil man kann ihn irgendwie nicht in das Battle mit eventuell Drew McIntyre und Dolph Ziggler schicken. Keine Ahnung, wie das Ganze geplant ist. Vielleicht wird er auch in die Fehde eingebaut. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es so passiert. Balor gegen Ziggler und dann greift irgendwann McIntyre ein und dann ist es McIntyre gegen Ziggler. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben eine Fehde zwischen Balor und Jinder Mahal gibt. Ob das so optimal ist, man weiß es nicht, aber es ist zumindest vorstellbar. Braun Strowman hingegen hat seinen Koffer und ich denke, den wird er einsetzen. Und zwar beim SummerSlam. Ich denke, dass entweder Brock Lesnar gewinnen wird oder dass Brock Lesnar verlieren wird. Das sind ja die beiden Wege im Endeffekt nur. Aber dass auf jeden Fall Strowman kommen wird und den Koffer erfolgreich einsetzen wird, gegen wen auch immer der dann gewonnen hat, also gegen den Titelträger. Entweder gegen Reigns, Lashley oder gegen Brock Lesnar und als neuer Titelträger rausgehen wird. Lesnar wird seinen Vertrag wahrscheinlich nicht verlängern, wird wahrscheinlich sein letztes Match erstmal sein bei der WWE und dementsprechend muss man einen neuen Titelträger finden. Reigns passt momentan nicht, die Fans feiern ihn nicht. Lashley ist vielleicht ein bisschen zu früh und Strowman wurde so perfekt aufgebaut in den letzten Monaten, dass das perfekt passen würde. Dementsprechend denke ich mal, dass es genauso laufen wird. Und das war in dieser Episode nochmal sehr schön gemacht, warum er denn überhaupt nicht im Match steht, im Titelmatch steht. Und es hat dann noch mehr einen Grund, eben da seinen Koffer einzusetzen. Ich denke mal, Strowman wird die nächsten Wochen erstmal gegen Kevin Owens fighten, beziehungsweise ja, fäden, denn das wurde auch angekündigt, angeteased in dieser Episode, wo sich Owens so ein bisschen eingeschleimt hat bei Strowman und Strowman das einfach überhaupt nicht gejuckt hat. Dementsprechend wird das die Fehde sein. Vielleicht mit Unterstützung von Sami Zayn, keine Ahnung, was er sonst machen soll. Und ja, beim SummerSlam bzw. bei Extreme Rules gibt es dann vielleicht ein Match zwischen den beiden. Und beim SummerSlam gibt es dann eben Braun Strowman, der vielleicht ein Match hat gegen Kevin Owens und dann aber halt eben, ja, sich den Titel greift. So kann mir das zumindest vorstellen. Alles in allem sehr gutes Storywriting. Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist Nia Jax gegen Alexa Bliss, weil das halt einfach unglaublich langweilig wird auf Dauer. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr guter Pay-Per-View von den Ergebnissen her. Auch von den Matches teilweise, auch wenn ich mir tatsächlich Big E gewünscht hätte, anstelle von Kofi Kingston als New Day-Member im Money in the Bank Ladder Match. Aber das ist eine persönliche Präferenz, weil ich halt ganz gerne möchte, dass der irgendwann mal einen Singles-Push bekommt, weil das einfach krass ist. Und ja, also ansonsten war es okay. Ember Moon wäre noch ganz schön gewesen als Money in the Bank Siegerin anstelle von Alexa Bliss, aber man kann nicht alles haben und von daher denke ich mal, das war
Okay, gut, das war's von diesem ersten Review, von diesem Money in the Bank und natürlich auch vom Raw Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare zu den ganzen Geschichten, die ich hier gerade erzählt habe und freut euch auf die nächsten Podcasts und lasst auch ein Like da, beziehungsweise schreibt mal einen Kommentar, wenn ihr Bock habt auf zukünftige Wrestling-Videos. Wir sehen uns, wunderschönen Tag noch, passt auf euch auf, bis dann, macht's gut rein und ciao.